Rapsbestandesführung 2022. War da noch was außer hohen Düngerkosten und Erdflurbefall? Raps als Intensivkultur, bei der die Wirtschaftlichkeit vor allem vom Ertrag, aber daneben auch von den Produktionskosten abhängt, ist in diesem Jahr bei gestiegenen Produktpreisen, aber gleichzeitig massiv gestiegenen Düngerkosten eine Kultur, die sich sehr gut rechnet, aber wo einige Faktoren berücksichtigt werden müssen. Wie können wir den Betriebsmitteleinsatz im Bereich Düngung und Pflanzenschutz steuern, um möglichst hohe Deckungsbeiträge und damit Erlöse zu erreichen? Zu diesem Thema melden wir uns heute von einem Rapsversuchsstandort im Südburgenland, ein Schauversuchsstandort auf einem typischen Rapsboden, circa 30 Bodenpunkte, ein leichterer Standort, eher zur Trockenheit neigend. Der Anbau war am 30. August nach Vorfruchtdinkel gepflügt mit einer Saatstärke bei den Hybriden von 50 Körnern pro Quadratmeter und bei den Liniensorten mit 60 Körner pro Quadratmeter. Sämtliche Saatsorten waren Buteo-Start gebeizt, also mit der neuen Insektizidbeizung ausgestattet. Die Unkrautbekämpfung erfolgte sehr erfolgreich am 7. September mit ausreichend guter Wirkung. Insektizidmaßnahme war durch den niedrigen Erdflohbefall nur eine Maßnahme erforderlich, die am 11.10. erfolgte in Kombination mit Bohr und einer Einkürzungsmaßnahme mit Fungizid. Die Düngung betrug ca. 30 Kilogramm Reinstickstoff im Herbst. Zu diesem Thema melden wir heute von unserem Rapsversuchsstandort im Südburgenland. Wir behandeln heute die Themen Saatgut, Sorte, Düngung natürlich bei diesen Düngerpreisen, aber auch die Themen Kolonie und Rapsbegleitsaaten. Bevor wir aber zu den Bestandesführungsempfehlungen für optimal entwickelte, so wie diese Bestände hier sind, kommen, ein paar Worte noch zu schwächeren Rapsbeständen. Im Herbst 2021 beim Anbau gab es in Oberösterreich teilweise feuchtere Bedingungen und im Osten Österreichs teilweise Trockenheit, wodurch es zu einem verzettelten Auflauf und teilweise dünneren Beständen gekommen ist. Wie nun bei diesen dünneren Beständen vorgehen? Wo liegt die Grenze zum Umbruch? Welche Ertragsstruktur brauchen wir? Natürlich sollten wir für ideale Rapsbestände 30 bis 40 Pflanzen pro Quadratmeter gut verteilt, gut entwickelt mit 8 bis 10 mm Wurzelhalsdurchmesser haben. Sollten Sie aber 8 bis 10 gleichmäßig gut verteilte, kräftige Rapspflanzen auf Ihrem Rapsbestand haben, lohnt sich ein Umbruch nicht. Erst wenn Sie unter 8 Pflanzen pro Quadratmeter schwach, ungleichmäßig verteilt kommen, dann wäre ein Umbruch anzudenken. Sollten Sie aber so Bestände haben, die an der Grenze sind, dann ist dort natürlich Grundvoraussetzung, alle anderen Faktoren zu optimieren, rechtzeitig anzudüngen, vor allem mit nitratbetonten Düngern, um diese schwächeren Bestände rechtzeitig anzuschieben, da der Raps über eine entsprechende Verzweigung, über eine Schotenzahl pro Pflanze, über mehr Körner pro Schote und über ein DKG sehr viel ausgleichen kann, sodass sich meistens ein Umbruch von Beständen unter 8 bis 10 oder über 8 bis 10 Pflanzen pro Quadratmeter nicht rechnet. Das haben auch unsere Versuche zur Produktionstechnik voriges Jahr im Versuchsstandort in Weikendorf eindrucksvoll bewiesen. Sollten Sie aber Bestände vorfinden, die an der Grenze sind, dann liegt unsere Empfehlung so, unter 8 Pflanzen pro Quadratmeter ungleichmäßig verteilt, ist ein Umbruch wahrscheinlich sinnvoller. Sollte es gerade an der Grenze sein, dann empfehlen wir jetzt im Frühjahr eine normale, intensive Bestandesführung zu machen und erst zum Zeitpunkt Anbau Mais, Sojabohne oder Sonnenblume den Umbruch zu entscheiden, weil das werden die ehesten Nachfolgekulturen sein. Bis zu diesem Zeitpunkt fällt meistens nur die Kosten für die Düngung an und eine Insektizidmaßnahme. Diese Insektizidmaßnahme wäre im Falle eines Umbruchs verloren, aber den Dünger können Sie bei den nachfolgenden Kulturen wie Mais oder Sonnenblume anrechnen. Nur bei der Sojabohne wäre die Düngung in dem Sinn zu einem gewissen Grad verloren. Eine oftmals angefragte und andiskutierte Einsaat von Sommerraps in solche ungleichmäßigen, schwachen Rapsbestände empfehlen wir auf keinen Fall. Das führt zu ungleichmäßigen Beständen, ungleichmäßigen Schädlingsdruck, ungleichmäßiger Abreife, unterm Strich keine ordentlichen Ergebnisse zu erwarten. Damit jetzt aber ein paar Worte zum Bereich Düngung bei hohen Düngerpreisen, wie die Düngereffizienz steigern. Bei den derzeit hohen Düngerpreisen stellt sich natürlich die Frage nach der optimalen Düngerhöhe beim Raps.
Diese Frage ist einerseits schwierig, andererseits wieder sehr leicht zu beantworten. Diejenigen Betriebe, die Dünger im Spätsommer, Herbst 2021 zu günstigen Konditionen eingekauft haben, dort verschiebt sich das wirtschaftliche Optimum der Düngung bei diesen hohen Produktpreisen sogar etwas nach oben, natürlich im Rahmen der gesetzlich zulässigen Düngermengen. Diejenigen Betriebe, die Dünger jetzt erst einkaufen müssen oder jetzt erst zu hohen Preisen eingekauft haben, stellt sich natürlich die Frage nach der optimalen Düngerhöhe. Bei diesen Produktpreisen ist es aber so, dass wir auch bei hohen Düngerpreisen auf keine Erträge verzichten dürfen. Das heißt, das Optimum verschiebt sich je nach Düngerpreis minimal nach unten, vielleicht bei guten Produktpreisen, wenn die derzeit anstehen oder die Sie bereits absichern können, sogar etwas nach oben. Der Stickstoffbedarf bei Winterraps, relativ einfach formuliert, liegt in etwa bei 50 bis 60 Kilogramm Reinstickstoff pro Tonne Ertragserwartung. Dieser Bedarf muss in Summe aus Herbstaufnahme, Düngung, mineralischen oder bereits als N-Min vorliegenden Stickstoff und aus der Bodenmobilisierung gedeckt werden. Wenn wir jetzt bei einer Ertragserwartung von ca. 4 Tonnen ausgehen, mal 60 Kilogramm Reinstickstoff, hätten wir einen Gesamtstickstoffbedarf von 240 Kilogramm pro Hektar. Davon abzüglich ein gewisser Anteil der Herbstaufnahme mit ungefähr 15 bis 20 Kilogramm. N-Min heuer mit etwas höheren Werten zu rechnen, hier auf dieser Fläche wahrscheinlich nach Getreidevorfrucht Stroh eingearbeitet, maximal 30 Kilogramm pro Hektar. Und mobilisierbar rechnen wir pro Bodenpunkt ungefähr mit 1 Kilogramm Stickstoff, also auf diesem 30er Boden ebenfalls 30 Kilogramm Stickstoff zu erwarten. Das wären diese 240 für Ertragsziel 4 Tonnen, minus 20 aus dem Herbst auf 220, minus 30 aus dem N-Min auf 190 und minus 30 mobilisierbar auf 160 Kilogramm Stickstoff. Das Problem dabei, für diesen Standort mit einer mittleren Ertragslage von 2,5 bis 3,5 Tonnen sind nur 155 Kilogramm Reinstickstoff zulässig. Bei Ertragslage hoch 1 werden wir hier auf 180 Kilogramm Reinstickstoff zulässig. Sollten Sie noch höhere Ertragsziele anpeilen, dann muss schon einiges an Stickstoff aus dem Boden kommen, weil deutlich höhere Düngermengen je nach Nitratrichtlinie oder Gebietskulisse, Wasserschon, Schutzgebiet nicht erlaubt sind. Bitte immer die entsprechenden Düngerhöchstmengen und Termine beachten. Zur Verteilung der Stickstoffgaben. Unterscheidung in starke und schwache Bestände, eine Aufteilung auf 2 bis eventuell 3 Gaben mit einer dritten Gabe zur Blüte. Bei der Aufteilung auf 2 Gaben empfehlen wir auf den stärkeren Beständen ca. 40% der Stickstoffmenge auf die erste Gabe und 60% auf die zweite Gabe. Bei schwächeren Beständen 60% auf die erste Gabe und 40% auf die zweite Gabe. Bei so starken Raps wie hier mit 8 bis 10 mm Wurzelhalsdurchmesser eben diese 40% der Stickstoffgabe auf die erste Gabe, aber auch gleich wie bei schwachen Beständen doch, wenn möglich, tragenden Frost nutzen, tagsüber aufgetaut und hier die erste Stickstoffgabe schon ausbringen, damit sie zur Wirkung kommt. Auf starken Beständen nicht so wichtig, ganz wichtig auf schwächeren Beständen. Die zweite Stickstoffgabe empfehlen wir dann auf starken Beständen bei ca. 10 bis 15 cm Sprosslänge etwas später, um die Knospenanlage auf den Seitentrieben, in den Seitenachsen zu fördern. Schwächere Bestände empfehlen wir schon bei einer Sprosslänge von 5 cm nachzudüngen, um entsprechende Bestandesentwicklung sicherzustellen. Ein Hinweis noch, falls Sie heuer in der glücklichen Lage sind, Wirtschaftsdünger zur Verfügung zu haben, dann nutzen Sie diesen dementsprechend. Er ist heuer deutlich höher in der Wertigkeit als in den letzten Jahren. Eine Bitte nur, Wirtschaftsdünger sollte nicht auf der Rapspflanze nach der Ausbringung anfrieren, kann zu entsprechenden Pflanzenschäden führen, dort etwas mit Vorsicht zu handhaben. Ein Wort noch oder ein paar Worte zum Thema Stickstoffeffizienz.
Nachdem wir bei der Düngerhöhe, um entsprechende Erträge zu erreichen, nicht massiv einsparen können, müssen wir die Effizienz des eingesetzten Düngers, egal ob er aus Wirtschaftsdünger oder aus Handelsdünger kommt, entsprechend erhöhen. Wie können wir nun die Stickstoffeffizienz des Raps verbessern? Es gibt mehrere Faktoren. Der erste Faktor war schon Ihre Entscheidung im vorigen Herbst zu einer ertragsstarken Sorte wie der Sorte Artemis, weil einfach Sorten, die höhere Erträge in der Sortenwertprüfung bringen, mit dem vorhandenen Stickstoff besser umgehen, diesen effizienter nutzen. Das steht aber erst wieder zum Herbstanbau 2022 zur Diskussion. Berücksichtigen Sie die N-Min-Werte, gerade heuer auf vielen Standorten aufgrund der trockenen Winterwitterung etwas höhere N-Min-Werte zu erwarten. Dann zu den Mengennährstoffen Schwefel und den Spurenelementen. Schwefel sollte beim Raps in etwa circa ein Viertel der gedüngten Stickstoffmenge, sollte auch Schwefel fallen. Das heißt, wenn Sie 160 Kilogramm Reinstickstoff in Summe düngen, sollten in etwa 40 Kilogramm auch Schwefel fallen und das zur ersten Gabe, damit er rechtzeitig zur Wirkung kommt und damit die Ausnutzung des gedüngten Stickstoffs sich verbessert. Des Weiteren fördert natürlich eine entsprechende Spurenelementversorgung die Stickstoffausnutzung. Wir reden beim Raps 3 Spurenelemente im Wesentlichen, das ist Bor, Molybden und Mangan. Bor als wichtigstes Spurenelement, natürlich entsprechend bei jeder Insektizidmaßnahme mit 150 bis 300 Gramm Reinbor pro Hektar zugeben. Achten Sie nur darauf, eine Bohrzugabe bei manchen Produkten erhöht den pH-Wert der Spritzbrühe massiv, wodurch die Wirksamkeit der Insektizide unter Druck geraten kann. Bitte mit entsprechenden Additiven bitte wieder den pH-Wert absenken. Molybden als zweites Spurenelement können Sie sich bei unseren Sorten sparen, ist in der Optikherbeizung drinnen enthalten und die Versorgung entsprechend sichergestellt. Sollten Sie keinen optikhergebeizten Raps verwendet haben und noch Molybden düngen wollen, dann sollte die Molybdendüngung fallen, bevor Sie den ersten Nitratstickstoff aufs Feld bringen, um die Stickstoffausnutzung zu gewährleisten. Und als letztes Spurenelement Mangan. Mangan wäre vor allem auf eher Böden mit hohen pH-Werten unter trockenen Bedingungen empfehlenswert, zusätzlich zu düngen. Und als letzten Faktor, um die Stickstoffeffizienz zu verbessern, gilt es natürlich, alles, was Unkräuter, Schädlinge und Krankheiten betrifft, zu optimieren. Als erstes die Stängelschädlinge, nachdem wir im Herbst mit entsprechenden Insektizidmaßnahmen hoffentlich den Erdflow entsprechend im Griff haben, geht es jetzt im Frühjahr als erstes um die Stängelschädlinge, großer Rapsstängelrüssler oder Kohltriebrüssler. Der Zufug erfolgt meistens so ab Anfang, Mitte Februar bei Temperaturen über 10, 12 Grad Celsius. Als erstes fliegt der große Rapsstängelrüssler zu und beginnt nach einem relativ kurzen Reifungsfraß mit der Eiablage innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Nach kurzer Zeit oder manchmal auch deckungsgleich fliegt der Kohltriebrüssler zu, hat einen etwas längeren Reifungsfraß. Aus dem Grund ist auch der Rapsstängelrüssler der wichtigere Schädling, wo wir bei einer Schadschwelle von ca. 5 Käfern in 3 Tagen in der Gelbschale sind, während wir beim Kohltriebrüssler in etwa bei 10 bis 15 innerhalb von 3 Tagen sind. Darum die Bekämpfung nach dem Rapsstängelrüssler ausrichten. Wenn Sie Zuflug haben, bitte relativ zeitnah behandeln. Hier auf diesem Standort war das im Vorjahr der 23. Februar, wo wir einen frühen und massiven Zuflug sehr gleichmäßig hatten und einen optimalen Bekämpfungstermin starten. Die Bekämpfung dieser Stängelschädlinge können Sie durchaus noch mit einem günstigen Pyrethroid der Klasse 2 durchführen. Sollte sich witterungsbedingt die Bekämpfung aber nach hinten verschieben und bereits erste Rapsglanzkäfer auch zufliegen, dann müssen Sie oder sollten Sie ein Pyrethroid der Klasse 1 verwenden, Tribon, Evyre oder ähnliches, um auch den entsprechend zugefrorenen Rapsglanzkäfer bereits mitzubekämpfen. Ein paar Worte noch zur Unkrautbekämpfung. Erfolgt ja beim Raps zumeist im Herbst. Sollten Sie aus irgendeinem Grund die Herbstunkrautbekämpfung nicht durchgeführt haben, weil es nicht befahrbar war oder der Bestand an der Grenze zum Umbruch und noch eine Unkrautbekämpfung notwendig sein, mit Ifigo, Lontrell oder Corvetto, dann bitte unbedingt die Aufwandsauflagen der Pflanzenschutzmittelfirma
beachten. Die Blütenknospen müssen unbedingt noch von den Hüllblättern umschlossen sein, um entsprechende Schädigungen zu vermeiden. Gleichzeitig sollten aber keine Nachtfröste auftreten. Und das ist in den meisten Frühjahren ein sehr enger Bitte, wenn noch eine Unkrautbekämpfung notwendig ist, rechtzeitig durchführen unter diesen Bedingungen. Der Zeitraum ist ein sehr kurzer. Ansonsten gilt es, alles, was einen entsprechenden Rapsbestand in der Wüchsigkeit fördert, zu unternehmen, weil es auch eine sehr gute Unkrautunterdrückung hat. Damit abschließend noch zum Thema Krankheiten. FOMA und Kolanie. Als erstes zum Thema FOMA. Dieser Bestand hier wurde eben im Herbst mit einem entsprechenden Fungizid soweit als möglich gesund gehalten. Es gibt auch noch Frühjahrsinfektionen mit FOMA. Möglich gerade dann, wenn wir bei intensivem Wachstum Wachstumsrisse haben oder Frostrisse bei Spätfrostbedingungen, die noch zur Eintrittspforte für FOMA werden können. Die erste Maßnahme, die Sie schon gesetzt haben, die Auswahl einer gesunden Sorte. Artemis ist hier bei den Einstufungen der AGES sehr niedrig in der FOMA-Anfälligkeit. Nichtsdestotrotz, wenn Sie noch eine Frühjahrsmaßnahme planen, meistens in Kombination mit Insektiziden, schauen Sie bitte auf die Wasserversorgung. Die meisten Fungizide haben auch eine wachstumsregulierende Wirkung und wenn Sie dort die Aufwandmenge übertreiben, dann kann es auch zu Schäden kommen. Damit aber, und jetzt wechseln wir die Position, wir haben hier nämlich in diesem Sortenversuch auch entsprechende Stellen mit Kolaniedruck dabei. Wir wechseln jetzt zu einer Stelle, wo Kolanie stärker auftritt. Dort schauen wir uns das Schadbild kurz an und was wir dagegen tun können. Zum Thema Kolanie. Sollten Sie bei entsprechend früher Aussaat, normaler Herbstwitterung, eigentlich idealen Bedingungen haben, Bestände haben, die zu schwach entwickelt sind, die nicht recht wüchsig sind, eher so rot-violette Verfärbungen zeigen, helle Aufhellungen, könnte sein, dass Kolanie auftritt. So wie hier bei dieser Pflanze. Sie sehen es schön an den oberirdischen Symptomen, aber vor allem an der Wurzel. Diese gallenartigen Verdickungen, fast keine Wurzel vorhanden, fast keine Feinwurzeln, sind das typische Zeichen für Kolanie. Kolanie ist ein bodenbürtiger Erreger, ist eine Fruchtfolgekrankheit in dem Sinn, die vor allem in engen Rapsfruchtfolgen auftritt oder auf vielen Flächen, wo in früheren Jahren intensiv Futterrapsbau für Zwischenfrucht betrieben wurde. Was können wir nun gegen Kolanie machen? Die wichtigste ist natürlich entsprechende Fruchtfolgeabstände, 4 bis 5 Jahre einhalten. Nachdem der Erreger bodenbürtig ist und wenn Sie Flächen haben, wo Kolanie auftritt, bitte keinen Boden von dieser auf andere Flächen verschleppen. Dann kein zu früher Anbau. Je höher die Temperaturen im Herbst sind, desto höher ist der Befallsdruck. Dann noch die Möglichkeit zu kalken oder nach dem Anbau Kalkstickstoff einzusetzen, um den pH-Wert zu heben. Und natürlich eine der wichtigsten Möglichkeiten ist die Sortenwahl. Wir haben hier in diesem Versuch eine kolonieresistente Sorte ebenfalls dabei, die Sorte SY Alibaba, die keine Schadsymptome zeigt. Also diese Möglichkeiten haben wir, um Kolonie Herr zu werden. Einige werden vielleicht schon gehört haben, im neuen Ölpool wird das Thema Rapsbegleitsaaten eine Maßnahme beim Raps sein. Wir haben hier in diesem Versuch quer zu den Sorten 10 verschiedene Parzellen mit Varianten zu Rapsbegleitsaaten angelegt, mit verschiedenen Komponenten, verschiedenen Kleearten, aber auch anderen Komponenten. Wir werden Ihnen im Laufe des Jahres die Ergebnisse präsentieren und auch welche Vorteile wir uns von diesen Rapsbegleitsaaten, die ja in manchen Regionen, in gewissem Maße in Österreich, aber auch in Deutschland, in Frankreich bereits üblich sind, erwarten. Es geht in Richtung natürlicher Erosionsschutz, Stickstoffsammlung durch die Leguminosen, aber auch gleichzeitig Verringerung des Unkrautdrucks und Verringerung des Erdflowdrucks. Mehr dazu aber dann, sobald das neue Ölpool beschlossen ist und wir auch unsere Versuche abgeschlossen haben und dann die entsprechenden Mischungen fertig abgestimmt auf diesen Zweck. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch ein erfolgreiches Rapsjahr. Die Voraussetzungen sind gegeben, die Bestände sind großteils optimal entwickelt, die Produktpreise zeigen in die richtige Richtung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Rapsbestandesführungsmaßnahmen. Setzen Sie die entsprechenden Maßnahmen
und ich wünsche Ihnen, dass Sie entsprechende Höchsterträge erzielen und eine gute Ernte.